Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ja, ich sage lieber gleich guten Abend, weil es ist jetzt schon wieder ja, 3:30. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis alles so weit drin ist, dass das Video dann bei VK kommt. Ja, momentan nur auch online ist. Von daher, guten Tag, guten Abend. Wünsche euch einen schönen Freitagabend beziehungsweise einen guten Start ins Wochenende. Auch wenn an diese Worte eigentlich immer schwerer über die Lippen kommen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen. Ich habe echt gestern die Schnauze voll gehabt. Ich war so kurz davor, den Cut zu machen und sagen, es hat hier keinen Sinn mehr, irgendwas zu tun oder zu machen oder zu lassen. Aber gut, machen wir halt bei VK, kommen so lange weiter. Mal schauen. Ich komme noch dazu, weshalb und warum und was ich damit meine. Zum einen, heute kommen wir zur 469. Stunde zur Weltgeschichte und dann mit der 987. Geschichtsstunde. Und das bewegt mich am meisten noch weiterzumachen, weil man möchte schon das vollständig zu Ende bekommen. Und es gibt ja doch die einen oder anderen, die da, wenn ich das richtig an den Zahlen immer sehe, auch gerne schauen. Ja, und ja, bei WTube, das kam gestern noch zu allem dazu, läuft momentan gar nichts. Die 295 war Schluss, seitdem spinnt das, es lädt nicht hoch, geht immer bis 4% und dann rechnete die Down-Upload-Zeit bis auf 25 Stunden, zuletzt der letzte Versuch hoch. Es geht einfach nicht hochzuladen. Ich habe dann den Jungs und Mädels, die da, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Administratoren sind oder was, habe ich das eine Video dann die 296 zugeschickt. Mit dem Text dazu, den haben die dann hochgeladen. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht geht's ja wieder, aber auch die 297 wieder dasselbe Spiel. Also das Problem ist da immer noch nicht gelöst, deswegen habe ich ja bei Telegram jetzt kein neues Video als Link hingestellt. Jetzt fängt da wieder auch noch drüben an mit Bohren, vielleicht hört man das. Das nimmt kein Ende. Immer wieder dieses Gesumme und Gezurre, ich hoffe, man hat es im Video nicht zu sehr gehört. 144. Video ist danach wie vor das letzte, was bei Telegram als Link drin ist, weil wie gesagt, solange das Problem bei WTube.org nicht gelöst ist, warum soll ich da weiter jetzt die Links reinstellen, wenn es dann irgendwann nicht weitergeht. Das Einzige, wo es ein bisschen gestern wieder vorwärts gegangen ist, ist dieses BitChute, da ich dann, weil ich trotz alledem nicht so richtig schlafen konnte oder munter geworden bin und so weiter, Stück für Stück ein paar Videos hochgeladen. Dort sind wir jetzt bei der 100. Also zumindest dort ist es um 4 vorwärts gegangen. Es kam so einiges gestern zusammen, was mir so richtig den Tag verhagelt hat, wo ich gesagt habe, Schnauze voll. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen, wo das eine, zwei jetzt so nicht mehr drin steht. Da stand die Nacht noch drin und gestern Abend. Aber ich hatte dann auch diese komische Talkshow euch mir mal angetan wieder. Allerdings nur in Bruchstücken, weil man konnte sich das nicht alles anhören. Da kriegt man ja einen Vogel bei dieser wie heißt sie, auf ZDF, der Illner, wo der verrückte Lauterbach wieder drin saß und der Psychopath aus Baden-Württemberg, der Grüne von der Herr Palmer, was man da so alles gehört hat, da kann man nur noch mit Schaudern in die Zukunft schauen. Hier geht nur noch alles in den Bach runter und die Leute machen es weiter mit, anstatt sie endlich sagen, Schluss aus mit dem ganzen Unsinn. Wir wollen mit einer Grippe wie früher ganz normal leben und machen unsere Geschäfte so, wie wir das denken und nicht, wie es uns ein Herr Spahn und Co. vorschreiben wollen, weil das ist alles nur noch Schwachsinn. Ich komme gleich dazu, erkläre das mal ganz kurz. Corona-Pandemie, heute Bundestag billigt Hilfen für Familien und Unternehmen. Da wird wieder ein paar Zuckerli rausgeschmissen, die aber im Endeffekt teilweise gar nicht ankommen, damit die Leute weiter schön die Klappe halten und diesen Unsinn mitmachen. Am Ende gehen sie trotzdem Bach runter, egal was sie da, wenn sie da 150 Euro kriegen, was sind 150 Euro für die Leute, die sowieso nicht viel haben, wenn das so weitergeht. Kassenärzte, spätestens ab Mai soll auch in Arztpraxen geimpft werden. Ja, dann fangt man an, die Kassenärzte, die Damen und Herren der Kassenärztlichen Vereinigung als Erste zu impfen, aber bitte schön mit der echten Impfstoff und nicht mit der Placebo, wie man das wahrscheinlich in Israel getan hat, um jetzt die ganze Welt auf den Trichter zu bringen. Oh, wenn die Israelis das so gut können, können wir das auch so ungefähr. Ich bin davon überzeugt, dass dort nicht dieser BioNTech-Pfizer-Impfstoff verwendet worden ist, wenn es denn stimmen sollte, dass dort angeblich keine großen Fälle aufgetaucht sind.
Allerdings wissen wir ja, wie gelogen und betrogen wird in den Medien mittlerweile, was diese Sache betrifft. Vielleicht gab es da doch wesentlich mehr Zwischenfälle, als man uns hier ja, kundtut. Aber wie gesagt, wenn es denn so ist, ist das für mich eindeutig, weil bei den Tests ist es ja genauso, kriegen ja, die eine Hälfte kriegen Placebos, die anderen kriegen das echt, den echten Impfstoff, um den Unterschied der Wirkung zu erkunden. Warum sollen wir das nicht, um diese ganze Impfkampagne zu befördern, auch in dieser Art und Weise machen? Den Leuten muss man alles zutrauen. Das sind Kriminelle, das sind Verbrecher, nichts anderes sind das und keine Gesundheitsschützer. Ja, Bundesagentur für Arbeit braucht mehr Geld für Kurzarbeit. Ne? Wir tun überall das rauszögern, damit die Leute ja nicht zu grantig werden, damit wir weiter unser böses Spiel treiben können. Und leider steht es jetzt hier gar nicht mehr drin. Aber was gestern ja vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, die EU hat jetzt diesen International oder diesen nationalen Impfausweis, der in der ganzen EU gelten soll, im Prinzip so gut wie beschlossen. Ich meine, solange wie es nur das Reisen betrifft und Konzerte mag das ja alles noch gehen, aber man hört ja immer mehr raus, es soll ja so weit gehen, dass du nicht mehr einkaufen gehen darfst, wenn du nicht so einen Impfausweis vorzeigst, ne? Ansonsten bist du raus. Da darfst du verrecken, darfst du nicht mehr was zu fressen kaufen. Und der größte Wahnsinn ist, da ist wieder Herr Palmer, deswegen gestern diese Sendung, so als das große Vorbild in seinem Tübingen, nur noch einkaufen gegen Tests, so ungefähr. Also wenn du nicht dich testen lassen willst, darfst du da nicht einkaufen, so ungefähr. Ne? Die Konsequenz ist folgende: Du bist vollkommen gesund, dir geht's wunderbar, dein Kühlschrank ist leer, du willst einkaufen gehen. Und dann kommt ein Häscher vom Herrn Palmer, beziehungsweise so ein Tester hier in Erfurt angenommen und sagt: Ja, steht dann vor der Tür so was weiß ich, irgendwelche Clowns, die da als schnell im Schnellverfahren zum Tester ausgebildet worden sind, stecken dir so Röhrchen in die Fresse oder sonst wohin. Und du bist immer noch kerngesund, aber weil der Test, der vollkommen ja, wie wir ja wissen, total zuverlässig ist, dann sagt, du wärst angeblich positiv, kannst du wieder umdrehen, darfst nicht einkaufen, musst dann 14 Tage daheim bleiben. Also wenn die Leute weiter diesen Wahnsinn mitmachen, meinetwegen sollen die Läden alle pleite gehen, sind selber alle dran schuld. Sie haben von Anfang an diesen Schwachsinn mitgemacht, ohne sich zur Wehr zu setzen und einfach zu sagen, wir machen jetzt auf, ihr könnt ja kommen mit der Polizei, mit dem SEK oder sonst was, wir machen unsere Läden auf, ohne Beschränkung für unsere Kunden, damit die Leute wieder ganz normal ihr Leben führen können, möchte ich mal sehen, ob sie eine ganze Stadt mit dem SEK überfallen können, um dann ihren Wahnsinn durchzusetzen. Es wird jeden Tag kommt irgendeine neue Masche dazu, mit denen sie ihre Zahlen hochhalten wollen, ne? Weil was ist denn das, wenn dann diese Tests überall gemacht werden? Überall, wo du hinkommst, musst du dich erst testen lassen, damit du irgendwo rein darfst. Die Zahlen steigen, die bleiben immer oben. Bei der Grippe gibt's immer. Und wenn es eine Sommergrippe ist, ne? Und da gibt es auch immer wieder neue Varianten dieser Grippe. Und deswegen können sie endlos immer wieder ihr Spielchen fortführen. Und dann kommt ja die neue Grippevariante. Und da muss man wieder einen neuen Impfstoff erfinden. Und wir werden zum ständigen Versuchskaninchen dieser Pharmaindustrie gemacht. Damit dann solche Leute wie dieser Herr Nüsslein, den sie mal ausnahmsweise mal rausgezogen haben als schwarzes Schaf, und da gibt es aber 100.000 in diesem Land mittlerweile, damit die sich dann auf unsere Kosten mit Masken oder irgendwas anderem die Taschen vollstopfen können. Deswegen hatte ich gestern so die Nase voll, es reicht langsam. Die machen unser ganzes Leben kaputt und die Leute lassen sich das gefallen, obwohl sie Millionen sind gegen ein paar, vielleicht 100.000, die dieser ganzen Clique angehören in der Land, die da mitspielen. Und wenn diese Millionen sich endlich mal einig wären und sich nicht von Juden auseinanderdividieren lassen würden, die bei jedem, der sich gegen irgendwas auflehnt in diesem Land, zum Rechtsextremisten vom Herrn Schuster und von der Frau Knobloch gemacht werden, dann wäre nämlich ganz schnell Schluss mit diesem Spiel. Und das in jedem Land, in jedem Kontinent, auf der ganzen Welt. Mal schauen, wie lange sie diese Lüge noch weiter durchhalten, wenn die Leute sagen, nichts ist, ihr könnt uns die Polizei, SEK und sonst was auf den Hals hetzen, wir machen euer Spiel nicht mehr mit. Aber lasst euch weiter so verarschen. Der Herr Schuster und Frau Knobloch, die feiern demnächst auf eurer Dummheit im Adlon mit Herrn Steinmeier wilde Fehden.
Weil die wissen ganz genau, sie können euch alles erzählen, ihr glaubt alles. Und wenn sie euch morgen noch erzählen, dass ihr eure Kinder umbringen müsst, weil die gefährlich sind für die Welt, macht ihr das auch noch mit. So verrückt seid ihr geworden. Ja, Gipfeltreffen. EU will Verteidigung stärker in die eigene Hand nehmen. Na, die Verteidigung kennen wir. Das kommt gleich. Ich weiß nicht, ob es noch drinne steht. Der Herr Biden hat ja schon wieder bombardiert im Osten Syriens, damit Israel sein Großreich aufbauen kann. Wir wissen ja aus der Geschichte, Syrien war ja mal vor 2000 Jahren auch ein Teil von diesem Groß-Israel. Das möchte man wahrscheinlich wieder haben. Und wir dürfen dann aber dann die geflüchteten Syrer aufnehmen und dürfen sie ja durchfüttern, die Islamisten, die Verbrecher, die dafür verantwortlich sind, dass in Syrien überhaupt dieser Bürgerkrieg losgegangen ist, dieser Krieg, wo sich mittlerweile jeder reinmischt. Ja, schauen wir mal, was da draus wird. Aber sie haben ja sich wieder jetzt alle zusammengefunden. In Österreich haben wir einen Herrn Kurz mit seinen Kriegstreibern von Grün. Dann haben wir in Italien genauso einen Verbrecher mit Draghi dran. Und vor allen Dingen Amerika den schlimmsten Verbrecher aller Zeiten, der Amerika regiert hat. Und da gab es schon viele und da muss man schon viel auf dem Kerbholz haben, um da der Größte zu sein. Der Herr Biden, der jetzt mit seinen kongenialen Verbrechern in der EU wieder überall in der Welt Bomben schmeißen lassen kann. Ja, Gipfeltreffen, EU will Verteidigung, das hat man gerade, Korruptionsermittlung hat man auch schon angesprochen, der Herr Nüßlein. Die linke Online-Partei, da ist interessant, wie diese Kommunisten promotet werden. Leute, die so viele Millionen Menschen mit ihrer Ideologie auf dem Gewissen haben, die werden hier promotet. Die werden protegiert von diesen Medien, von diesen von Juden und Zionisten beherrschten Medien ohne Ende. Das sind die schlimmsten Verbrecher, die jemals auf der Welt rumgelaufen sind. Diese SED-linke Stasi-Partei und ihre ganzen kongenialen Ebenbilder in anderen Staaten der Welt, aber die werden gefördert von dieser linksjüdischen Medienlandschaft und Presselandschaft. Und deswegen, wie gesagt, wer solche Leute fördert, der ist selber kein Guter. Ja, USA-Polizei warnt, Trump-Anhänger wollen Kapitol in die Luft jagen. Oh ja, da wird wieder Propaganda von diesen Leuten gemacht, um die eigene Bevölkerung gegen die eigenen Landsleute zu hetzen, die eigentlich was Gutes für sie tun wollen. Aber wenn diese Gruppe sagt, das sind schlechte Leute, springen sie alle drauf an und richten sich gegen die Leute, die eigentlich für sie kämpfen. Verdacht des Drogenhandels, Verhaftung bei Razzia gegen Neonazi-Netzwerk. Oh ja, jetzt geht's wieder voll rund. Und da wird alles reingepackt, was man den Leuten auftischen kann, dass das Kriminell und Verbrecher sind. Nur sie sind selber die schlimmsten Verbrecher, tarnen sich nur als Demokraten. Erneut Triebwerksausfall. Boeing 777 muss außerplanmäßig in Moskau landen. Ja, aber die dürfen weiterfliegen. Nur die deutsche Autoindustrie wird platt gemacht wegen angeblichen Toten durch Verschmutzung. Afghanistan-Einsatz, kommt Karrenbauer auf Truppenbesuch bei deutschen Soldaten. Wenn da ein deutscher Soldat noch ist, heiße ich Adam. Das sind alles keine deutschen Soldaten mehr. Das sind Soldaten, die nicht für Deutschland irgendeinen Dienst tun, sondern für dieses linkszionistische Regime, was Deutschland abschaffen will, was die Deutschen abschaffen will und was überall auf der Welt seine irre Ideologie durchsetzen möchte. Ja, normalerweise müssten, wenn sie ein bisschen Ehre im Wanst hätten, diese ganzen Soldaten in Afghanistan rebellieren und sagen, wir wollen nach Hause, Frau Gramp-Karrenbauer, wir haben keine Lust mehr, euren Unsinn hier durchzusetzen gegen den Willen der Afghanen, weil in Wirklichkeit ist es nicht der Wille der Afghanen, dass sie besetzt werden von irgendwelchen Amerikanern, von Briten, Franzosen und von Deutschen. Ja, und dann haben wir noch die berühmt-berüchtigten Zahlen. Heute wieder ein bisschen hochgegangen. Frau Merkel dreht schon wieder an der Uhr und bald werden sie wieder explodieren, weil ja überall getestet wird. 9.997 positiv Getestete. Das Wetter ist wieder schöner. Die Leute gehen beim Spazieren, gehen mal kurz beim Testzentrum vorbei und lassen sich als vollkommen kerngesunder zum Kranken machen. 394 angeblich dadurch Verstorbene. Ich glaube, wir müssen nicht mehr tausendmal erklären, dass das auch hochgepuschte Zahlen sind und warum und weshalb. Minus 9.200 Genesene. Und damit sind wir bei 403 plus heute wieder. Und damit sind wir jetzt schon mittlerweile bei einem Jahr und 30 Tagen. Also wir können schon sagen, noch 13 Monaten
zählen wir jetzt schon fleißig zusammen, 2.424.684 positiv Getestete, von denen viele überhaupt nichts hatten, sondern nur durch einen betrügerischen Test zu Kranken gemacht worden sind, und minus 69.519 angeblich dadurch Verstorbene, auch eine hochgepuschte Zahl, wie wir wissen. Der große Teil davon ist an was ganz anderem gestorben als an irgendeinem bösen Virus. Und die, die an einem Virus gestorben sind, sind nicht an einem tödlichen neuen bösen Virus gestorben, der total neu ist, sondern es ist einfach eine neue Variante einer Grippe. Minus 2.235.700 Genesene. Und damit sind wir jetzt bei 119.465 aktiv positiv Getestete, was 83.166.771 Einwohnern bei 83.166.771 Einwohnern prozentual nach wie vor nur 0,143%, also abgerundet 0,14% ausmachen. Ja, da kann man schon nur noch mit dem Kopf schütteln, wie man diese Menschheit verblödet hat, dass sie jeden Schwachsinn, jeden Unsinn glauben, wenn eine gewisse Klientel sie dazu aufhetzt und sich gegen ja, selbst Menschenversuche durchsetzen kann. Wo ist diese Welt hingekommen? Da kann man wirklich nur noch, ja, da kann man wirklich nur noch als klar denkender Mensch sich an den Kopf fassen und sagen, was ist hier los in dieser Welt? Ja, und dann kommen wir heute wieder zur Geschichtsstunde vor einer Schluck Milch, ne, und einen Schluck Kaffee, und dann schauen wir mal weiter. Ja, und gestern oder nochmal, wie es heute noch und morgen auch noch weitergeht, in den Kurzbiografien werden die grundlegenden Lebensdaten und Bedeutung derjenigen Persönlichkeiten dieses Bandes nachgezeichnet, die den Verlauf der Geschichte wesentlich beeinflusst haben. Und das ist, ich zeige es nochmal rein, der Band 11, die große Chronik Weltgeschichte. Und in dem ging es um Absolutismus, Aufklärung, Revolution 1648, 1793, wie wir heute erkennen können, hat alles nichts genutzt, die Aufklärung und die Revolution. Es sind wieder Verbrecher, die die Welt regieren. Und die angeblich so aufgeklärte Gesellschaft lässt sich mit jedem Unfug vor sich hertreiben. Ob das Klimakatastrophe ist, ob das die angebliche Pflicht ist, die ganze Welt zu vermischen und ein Recht eines jeden ist, sonst wohin zu gehen und sich ein Land zu besetzen. Und jetzt die neueste Variante, der böse Virus. Ja, dann hatten wir gestern gemacht von GÖ, Johann oder GO, Johann Wolfgang, in Klammern von, Klammer zu, Goethe, bis, wo waren wir aufgehört, bei LE, Leopold der Erste. Und heute geht es weiter, gleich mit einem, den man uns natürlich jetzt immer wieder als Leuchte hinstellt, steht er deswegen hier in den Biografien. Aber das ist so einer, der diese irre Ideologie begründet hat und deswegen auch immer gern gespielt wird heute in Theatern. Gotthold Ephraim Lessing, deutscher Dichter, geboren am 22. Januar 1729 in Kamenz, gestorben am 15. Februar 1781 in Braunschweig. Wegbereiter der deutschen Klassik. Mit den Mitteln der Vernunft und großer Sprachkraft schuf Lessing ein dichterisches Werk im Sinne der Läuterung der christlichen Glaubenswelt und einer, wie im Titel einer programmatischen Schrift angezeigt, sittlich-humanen, in Anführungszeichen, Erziehung des Menschengeschlechts, Anführungszeichen, Ende, Klammer zu, in Klammern, 1780, Klammer zu, was ihn in schwere Fehden mit der theologischen Orthodoxie brachte. Er entwickelte die Grundlagen des klassischen Dramas und sah Shakespeare als Vorbild. Lessing verfasste Essays, Sinngedichte und Fabeln mit in Anführungszeichen Miss Sarah Sampson, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1755, Klammer zu, führte er das bürgerliche Trauerspiel in Deutschland ein. Seine drei Meisterdramen sind in Anführungszeichen Minna von Barnhelm, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1767, Klammer zu, Emilia Galotti, Anführungszeichen Ende,
in Klammern 1772, Klammer zu, und in Anführungszeichen Nathan der Weise, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1779, Klammer zu. Und da haben wir diesen Herrn Gotthold Ephraim Lessing, und das letzte Werk war ja das, was ihn natürlich unter diesen heutigen Linkszionisten zum großen Dichter hat machen lassen, ne? Der Beförderer der bunten Welt, wo jeder miteinander angeblich verwandt ist, und ja, und natürlich war der Jude der Gute in diesem Stück Nathan der Weise, und der abendländische Christ, heute könnte man sagen, der Europide Weise, ist der schlimme Bube, der bekehrt werden muss. Ne? Also alles passend zur heutigen linkszionistischen Ideologie, die sich überall auf der Welt verbreiten soll, die aber nur Tod, Verderben und Untergang bringt, wie wir überall erkennen können. Weiter geht's mit Karl in Anführungszeichen von, Klammer zu, Linné. In Klammern eigentlich Karl Linnaeus, Klammer zu. Schwedischer Naturforscher und bedeutendster Systematiker seiner Zeit. Geboren am 23. Mai 1707 in Roshult, gestorben am 10. Januar 1778 in Uppsala. Der Professor für Medizin und Botanik wurde 1747 königlicher Leibarzt. Linnés Lebenswerk ist die Schaffung einer bis heute bestehenden Nomenklatur, mit der er für jedes Lebewesen lateinische Gattungs- und Artnamen als international verständlich feststehende Bezeichnung einführte. Zu seinen Hauptwerken zählen System in Anführungszeichen Systema Naturae Anführungszeichen Ende in Klammern 1735. Ja, das habe ich gerade Schreck gekriegt, ja, stimmt. Zu seinen Hauptwerken zählen in Anführungszeichen Systema Naturae Anführungszeichen Ende in Klammern 1735, Klammer zu, und in Anführungszeichen Philosophia Botanica Anführungszeichen Ende in Klammern 1751, Klammer zu. Haben wir da ein Bild vom Herrn Karl von Linné? Haben wir nicht. Ja, ich hatte sogar eine Schrecke, ich dachte, ich habe schon gedacht, ich habe den falschen Maler gemacht, aber es stimmt, weil der Reiter hier klebte. Und den hatte ich bloß rüber gemacht, stimmt, um die Biografie vom Herrn Lessing lesen zu können. Machen wir es wieder rüber, damit wir nicht durcheinander kommen. Weiter geht's mit John Locke, englischer Philosoph, geboren am 29. August 1632 in Rington, gestorben am 28. Oktober 1704 in Oates. Mit seinem Hauptwerk in Anführungszeichen Versuch über den menschlichen Verstand Anführungszeichen Ende in Klammern 1689/90 Klammer zu begründete Locke den englischen Empirismus. Gegen Descartes und die Lehre von den angeborenen Ideen gewandt, lässt er als Quelle der Erkenntnis nur die Sinneswahrnehmung und die Selbstwahrnehmung zu. Also der Descartes war der, der sagte, ich denke und deshalb bin ich, ne? Ja, die Seele wird zur, in Anführungszeichen, Tabula rasa, Anführungszeichen, Ende, die aus der Erfahrung kommenden Erkenntnisse aufnimmt und bewahrt. Die Sprache ist ein System von Bezeichnungen, in denen die Vorstellungen und ihre Beziehungen dargestellt werden können. Lockes Staatsphilosophie lehrt, dass der Staat von den Menschen errichtet worden sei, um Freiheit, Gleichheit und Eigentum durch gegenseitige Beschränkungen zu garantieren. Entschuldigung, kurzes Bäuerchen. Damit erkennt er weder patriarchalische noch absolutistische Regierungsformen an. Das Volk hat nach ihm das Recht des Widerstands gegen jede Form verfassungswidriger Herrschaft. Ja, also er hat nicht alles richtig rübergebracht, was so seine Wirtschaftstheologie war. Die war schon ein bisschen komisch teilweise, aber er sagt auch, dass jedes Volk hat das Recht des Widerstands gegen eine verfassungswidrige Herrschaft. Und die haben wir momentan vor allen Dingen in Deutschland, aber nicht nur dort, sondern überall, wo diese linkszionistische Clique sich zusammengetan hat, um die Herrschaft über der Menschheit zu erringen, jetzt mit der üblen Spiel einer angeblich tödlichen Pandemie, mit der sie die Leute in die Versklaverei schicken wollen. Ja, und dagegen hat jedes Volk das Recht.
Und Leute, die dagegen aufstehen, sind keine Rechtsextremen, keine Kriminellen, keine bösen Buben. Das sind die, die eure Rechte verteidigen, liebe Menschen. Ne? Und dazu haben die Menschen das Recht. Wer sich so verhält wie diese Regierung, hat kein Recht mehr, sich rechtmäßige Regierung zu nennen. Ja, und da haben wir ein Bild dazu von diesem Herrn John Locke. Hat nicht alles richtig bewertet, aber in diesem Falle lag er vollkommen richtig. Ne? Ja. Und genau diese Gedanken aus dieser Zeit sollen jetzt uns ausradiert werden, indem man uns nur noch jüdische Religion beibringt. Kannst du MDR anmachen, jeden Tag, Thüringen Journal kommt nur noch jüdische Religion. Jeden Tag 5 bis 10 Minuten über jüdische Religion. Weiter geht's. Mit Ludwig dem 14. Französischer König in Klammern 1643 bis 1715, Klammer zu. Geboren am 5. September 1638 in Saint-Germain-en-Laye. Gestorben am 1. September 1715 in Versailles. In den 72 Jahren seiner Herrschaft führte der in Anführungszeichen Sonnenkönig, Anführungszeichen Ende, das französische Königtum auf den Gipfel seiner Macht und seines weltweiten Einflusses. Er verkörperte den Höhepunkt des französischen Absolutismus. Ludwig XIV. Trat 1661 die Alleinherrschaft des bereits absolutistisch strukturierten Frankreichs an. Im Innern gelang es ihm, durch einen straff zentralisierten Verwaltungsapparat die staatliche Macht auf seine Person zu konzentrieren. In Klammern, l'État, c'est moi, Anführungszeichen Ende, zu Deutsch, der Staat bin ich. Klammer zu, so wie Frau Merkel und Co. In der Welt derzeit regieren. Den Adel band er durch Teilhabe an der Entfaltung eines beispiellos glanzvollen Hoflebens, das er 1682 von Paris in das neu erbaute Schloss von Versailles verlegte. Das, was damals der Adel war, das sind heute so diese linkszionistischen Eliten, die ihre Feiertage schön begehen können, während sie uns unsere verbieten, wegen der bösen Gefahr, dann ihre ganzen Prominenten. Und Fußballprofis, die Milliardäre, die binden sie ein in diese schöne Gesellschaft, damit sie schön weiter als Gesichter für den Plebs fungieren und ihn dazu auffordern, sich weiter seine Rechte nehmen zu lassen. Zugleich entfremdete er sich mit seinem verselbstständigten Hofkult der Bürokratisierung des Alltagslebens sowie der zunehmenden Steuerbelastung und Repression dem Volk. 1685 hob er das Edikt von Nantes auf, das mit der Gewährung der Religionsfreiheit 1598 die Hugenottenkriege beendet hatte und löste damit eine Emigrationswelle aus, die die strapazierte Wirtschaftskraft des Landes zusätzlich schwächte. Mit seiner Außenpolitik zielte Ludwig der 14. auf den Sturz der Habsburger vom Sockel der europäischen Großmacht zugunsten der Vorherrschaft Frankreichs. Doch mit seinen Hegemonialkriegen provozierte er seit 1667 den Zusammenschluss von Kaiser, Spanien, Großbritannien und in Klammern seit 1689, Klammer zu, Schweden in der in Anführungszeichen großen Allianz, Anführungszeichen Ende. Obwohl er über die stärkste einzelstaatliche Militärmacht in Europa verfügte, endeten Ludwigs große Kriege ohne durchschlagende Erfolge. Im Spanischen Erbfolgekrieg in Klammern 1701 bis 1713/14, Klammer zu, rettete Frankreich nur der Regierungswechsel in England, in Klammern 1710, Klammer zu, vor dem Zusammenbruch. Durch Überspannung der finanziellen und militärischen Kraft leitete Ludwig den Niedergang seines Landes ein. Und da haben wir ein Bild von Ludwig dem 14. Ja, der absolutistische Herrscher in Reinkultur. Heute könnte man als, ja, ist es wirklich eine weibliche Person? Ich weiß es nicht so richtig. Die weibliche Nachfolgekreatur könnte man Merkel bezeichnen. Dieselbe Herrschaftsform legt Frau Merkel an den Tag, ne? Ja, nur hat sie leider den Vorteil heute, dass sie schon vorher durch die Linkszionisten die Grundlage für ihre absolutistische Herrschaft in Europa gelegt bekommen hat, durch die Gründung dieser EU, ne? Ja, weiter geht's.
mit Ludwig dem 16., französischer König in Klammern 1774 bis 1792, Klammer zu, geboren am 23. August 1754 in Versailles, gestorben am 21. Januar 1793 in Paris. Der Enkel Ludwigs des 15. gab die von diesem eingeleiteten Reformen auf. Die Finanznot des Staates zwang ihn 1787 zur Einberufung der Notabelnversammlung, eine Ratsversammlung vom König ernannter, privilegierter Vertreter der drei Stände, die sich jedoch einer Steuerreform verweigerte. Die angesichts des drohenden Staatsbankrotts Einberufung der Generalstände 1788, in deren Verlauf sich der dritte Stand zur Nation erklärte, löste die Französische Revolution aus. Deren Radikalisierung schürte Ludwig der 16. mit seiner Weigerung, die konstitutionelle Monarchie zu akzeptieren. Nach Scheitern seines Fluchtversuchs 1791 hielt er den Widerstand gegen den Konvent aufrecht, obwohl er einen in Klammern formalen Klammer zu Eid auf die Verfassung abgelegt hatte. Nach dem Sturm auf die Tuilerien in Klammern 1792 Klammer zu abgesetzt, wurde Ludwig der 16. mit einer Stimme Mehrheit im Konvent wegen Landesverrats zum Tode verurteilt und guillotiniert. Da haben wir diesen Ludwig den 16. Ja, und was haben wir hier gelernt? Die Nation war nicht die erste und der zweite Stand, also diese Eliten um den absolutistischen Herrscher herum, sondern der Mittelstand und das, was halt auch drunter kam, ne? Ludwig der 16., da haben wir ihn. Und genauso ist es heute. Alle, die uns hier noch als Deutsche verkauft werden und da oben diese Knechtschaft unseres Volkes befördern und da als Justizminister und sonstiges durch die Gegend rennen, die haben da mit Deutschen gar nichts mehr zu tun. Das ist eine Klientel für sich selbst, die wollen zu gar nichts mehr gehören. Die haben nur noch einen deutschen Pass in der Tasche. Die kopulieren und kungeln mit jedem, wenn es nur darum geht, dieses Volk und dieses Land runterzureiten, zu knechten und im Würgegriff zu halten. Mit deutscher Nation, mit unserer Nation haben solche Leute wie Merkel, wie Seehofer, wie Steinmeier, wie Habeck, diese ganze SED-linke Stasi-Partei Brut und die FDP überhaupt nichts mehr zu tun und leider auch immer mehr von der AfD, wie wir feststellen müssen, die sich auch eindeutig zur Impfung bekennen, zum Beispiel. Ne? Nein, das Volk. Das sind wir und nicht die da oben. Und das ist hier deutlich geworden in der Französischen Revolution. Weiter geht's mit Maria Theresia, römisch-deutsche Kaiserin, in Klammern 1745 bis 1780, Klammer zu. Geboren am 13. Mai 1717 in Wien, gestorben am 29. November 1780 in Wien. Die älteste Tochter Kaiser Karls des VI. Verwandelte die Habsburger Monarchie in ein modernes Staatswesen. Nach dem Tode ihres Vaters in Klammern im Jahre 1740, Klammer zu, trat sie die Herrschaft in den habsburgischen Erblanden an, musste ihre Position jedoch gegen Erbansprüche Bayerns, Spaniens und Sachsens durchsetzen. Im Dezember 1740 nutzte ihr großer Gegenspieler Friedrich II. Von Preußen die Situation und fiel in Schlesien ein. Am Ende zweier schlesischer Kriege musste Maria Theresia im selben Jahr auf die österreichische Provinz zugunsten Preußens verzichten. Nachdem sie 1745 die Kaiserkrone für ihren Gatten Franz Stephan von Lothringen sichern konnte, verlor sie im Frieden von Aachen in Klammern 1748, Klammer zu, nach dem Tode Kaiser Karls des VII. Zwar Parma und Piacenza, erreichte aber ihre Anerkennung als Erbin der Monarchie. In den folgenden Friedensjahren widmete sich Maria Theresia der Zentralisierung der Verwaltung, der Sanierung des Staatshaushalts und der Schaffung eines stehenden Heeres. Im Siebenjährigen Krieg in Klammern 1756 bis 1763 Klammer zu, verlor das mit Frankreich verbündete Österreich Schlesien endgültig an Preußen. Innenpolitisch setzte Maria Theresia ihren Reformkurs fort, förderte Verwaltung, Handel und Gewerbe, die Gründung von Volksschulen und die Landwirtschaft.
Sie hob die Folter und die Todesstrafe auf, milderte die Leibeigenschaft und ließ 1768 ein neues Strafgesetzbuch herausgeben. Als Gegnerin der Aufklärung geriet sie in zunehmenden Konflikt mit ihrem Sohn Josef in Klammern dem Zweiten Klammer zu, den sie nach dem Tode ihres Mannes 1765 zum Mitregenten in den Erblanden erhoben hatte. Nur widerstrebend beteiligte sie sich 1772 unter seinem Druck an der ersten Teilung Polens, durch die Galizien an Österreich fiel. Trotz ihrer Frömmigkeit wahrte Maria Theresia ihre Selbstständigkeit gegenüber der katholischen Kirche und verfügte die Aufhebung des Jesuitenordens. Und da haben wir sie, Maria Theresia, ja, auch eine Gegnerin der Aufklärung des selbstdenkenden Menschen. Sie hat zwar auch Leistungen, wie wir lesen konnten, für Österreich erbracht, aber sie war halt auch eine Verfechterin dieses Absolutismus und Gegnerin aller, die nicht mehr glauben wollten, sondern lieber wissen. Weiter geht's mit Marie Antoinette, französische Königin in Klammern 1770 bis 1793, Klammer zu. Geboren am 2. November 1755 in Wien, gestorben am 16. Oktober 1793 in Paris. Die Tochter des Kaiserpaars Maria Theresia und Franz I. wurde 1770 aus Gründen der Staatsräson mit dem französischen König Ludwig XVI. Verheiratet. An dessen Hofe hatte sie keinen leichten Stand. Auch beim Volk war sie zunehmend verhasst. Nach Ausbruch der Französischen Revolution war Marie Antoinette strikte Gegnerin der Nationalversammlung. 1789 wurde sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Paris gebracht. Nach der Mitwirkung am missglückten Fluchtversuch ihrer Familie 1791 und der Unterstützung der österreichisch-preußischen Intervention zur Rettung des französischen Königtums im Ersten Koalitionskrieg in Klammern 1793, Klammer zu, wurde vor dem Revolutionstribunal Anklage gegen sie erhoben. Nach Abschluss eines Schauprozesses wurde sie als in Anführungszeichen Witwe KP Anführungszeichen Ende guillotiniert. Und da haben sie die Marie Antoinette. Ne? Tja, und warum? Nicht etwa, weil sie eine böse Königin war, sondern sie hat sich verbündet mit dem Feind, um das eigene Volk zu bekämpfen, damit sie wieder selbst an die Macht kommt. Ja? Und das endete damals noch so, wie es eigentlich enden muss mit solchen Leuten, die ihr eigenes Land verraten. Heute werden solche Leute als angebliche Demokraten gefeiert. Weiter geht's mit Molière, in Klammern Jean-Baptiste Poquelin, Klammer zu. Französischer Dichter, geboren am 15. Januar 1622 in Paris, gestorben am 17. Februar 1673 in Paris. Bedeutender Lustspieldichter. Der ehemalige Jesuitenzögling weitete das italienische Intrigenstück zur hintergründig tragikomischen Sittenkomödie aus. Von König Ludwig XIV. Begünstigt, setzte Molière sich gegen die Geistlichkeit durch, deren Zorn er mit in Anführungszeichen Tartuffe Anführungszeichen Ende in Klammern 1669 Klammer zu erregt hatte. Zu seinen Hauptwerken zählen die des Weiteren in Anführungszeichen Der Menschenfeind Anführungszeichen Ende in Klammern 1667 Klammer zu in Anführungszeichen Der Geizige Anführungszeichen Ende in Klammern 1668 Klammer zu und in Anführungszeichen Der eingebildete Kranke Anführungszeichen Ende in Klammern 1673 Klammer zu. Da gibt es mittlerweile in diesem Land 100.000 davon, die sich einbilden, krank zu sein, weil ihnen das ein PCR-Test so bescheinigt hat. Molière, da haben wir den Mann. Der hat ein geniales Stück geschrieben über das, was wir jetzt für eine Manie haben. Jede Menge eingebildete Kranke. Wenn ihn dann noch irgendwelche angeblichen Experten, wie damals diesem eingebildeten Kranken, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie er sich nannte, das noch bescheinigen als Experte, als Arzt, dann glauben sie das natürlich, selbst wenn sie eigentlich total kerngesund sind. Weiter geht's mit Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, französischer Staatsphilosoph, geboren am 18. Januar 1689 auf Schloss La Brède,
gestorben am 10. Februar 1755 in Paris, bedeutender Vertreter der Aufklärung. Montesquieu begründete das Prinzip der Gewaltenteilung und schuf so eine der zentralen Grundlagen des modernen Verfassungsstaates, den, was ich hinzufügen muss, natürlich nur dann funktioniert, wenn nicht durch fadenscheinige Gründe wie Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus, was haben wir noch, gibt noch so ein paar Sachen, Leute entfernt werden, die dem politischen Gegner nicht passen, sodass im Endeffekt in diesen Gewalten nur noch eine Gewalt sitzt, nämlich die eine Seite, und dadurch gibt es dann keine Gewaltenteilung mehr. In der Staats- und Kulturphilosophischen Schrift in Anführungszeichen de l'esprit de loi Anführungszeichen Ende in Klammern zu Deutsch vom Geist der Gesetze in 1748 Klammer zu entwickelte er eine Gesetzgebungslehre in Bezug auf die drei klassischen Staatsformen Republik in Klammern Demokratie Klammer zu Monarchie und Despotie. Zur Vermeidung einer durch einzelne oder Gruppen ausgeübten Willkür entwarf er ein Modell gegenseitiger Kontrolle, nachdem die staatliche Macht in die drei Gewalten Legislative in Klammern Gesetzgebung, Klammer zu, Exekutive in Klammern ausführende Gewalt, Klammer zu, und Jurisdiktion in Klammern Rechtsprechung, Klammer zu, aufzuteilen sei. Wie gesagt, hatte ich gerade schon mal erklärt, funktioniert nur so lange, wie nicht durch fadenscheinige, erfundene, böse Dinge, angeblich böse Dinge, Leute aus ihren Ämtern entfernt werden, nur weil sie politisch ihnen nicht in Kram passen, so dass man sie nur noch mit seinen eigenen politischen Ideologen besetzen kann, dann funktioniert auch diese Gewaltenteilung nicht mehr. Das Prinzip der Gewaltenteilung gewann große Bedeutung im Vorfeld der Französischen Revolution. Bei der Ausarbeitung der ersten Verfassungen in den USA, in Klammern 1776 bis 1787, Klammer zu, und für die Entwicklung modernen Verfassungsdenkens. Als Gegner des Absolutismus favorisierte er eine konstitutionelle Monarchie nach englischem Vorbild. Und da haben wir nochmal ein Bild von ihm. Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Ja, wie gesagt, er hat nicht einkalkuliert, dass man auch diese drei Gewalten so besetzen kann, dass sie durch die vierte Gewalt im Staate selektiert wird, dass im Endeffekt diese drei Gewalten eine Einheit bilden. Ne? Ja, das ist das Problem, was wir heute haben. Ne? Ja, und weiter geht's mit dem letzten heute, und das ist nochmal eine lange Biografie. Ist es der letzte? Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, Seite 5. Nee, ist nicht ganz der letzte. Wolfgang Amadeus Mozart. Österreichischer Komponist, geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg, gestorben am 5. Dezember 1791 in Wien. Hauptmeister der Wiener Klassik neben Haydn und Beethoven. Mozarts Schaffen zeichnet sich durch melodischen Reichtum, eine zuvor unerreichte Ausgeglichenheit von Form und Inhalt, Durchsichtigkeit und feinstes Klangempfinden aus. Der Sohn des Musikers Leopold Mozart machte als in Anführungszeichen Wunderkind Anführungszeichen Ende am Klavier bereits mit 6 Jahren am Wiener Hofe und auf einer 3-jährigen Konzertreise in Klammern 1763 bis 1766 Klammer zu durch Europa Furore. Bereits mit 9 Jahren schrieb Mozart seine erste Oper. 1769 ernannte der Erzbischof von Salzburg den 13-Jährigen zu seinem Konzertmeister. In dieser Epoche folgte Werk auf Werk. 4 Opern, 13 Sinfonien, zahlreiche Konzerte und Sonaten für Klavier und Violine, 11 Messen sowie 6 Streichquartette. 1781 übersiedelte Mozart nach Wien, wo der nun von höfischen Anstellungen unabhängige Komponist im Folgejahr, kurz nach der Wiener Aufführung seiner Oper, in Anführungszeichen die Entführung aus dem Serail, Anführungszeichen Ende, Constanze Weber heiratete. Mit ihr hatte er 6 Kinder, von denen jedoch nur 2 Söhne am Leben blieben. Die von ständigen Geldsorgen überschattete in Anführungszeichen klassische Anführungszeichen Ende
Wiener Zeit Mozarts war zugleich die Epoche seiner vollendeten Meisterwerke, vor allem der Opern. In Anführungszeichen Figaros Hochzeit, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1786, Klammer zu, in Anführungszeichen Don Giovanni, in Klammern 1787, Klammer zu, in Anführungszeichen Così fan tutte, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1790, Klammer zu, und in Anführungszeichen die Zauberflöte, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1791, Klammer zu. Das im Juni 1791 anonym bestellte, in Anführungszeichen Requiem, Anführungszeichen Ende, hinterließ er unvollendet. Vollkommen verarmt und überanstrengt erlag der Komponist einer schleichenden Krankheit. Und Amon, Wolfgang Amadeus Mozart, aber als er noch im Dienste der Herrschaften arbeitete, hatte zwar viel am Fließband produziert, aber seine größten Werke schuf er dann, nachdem er wieder freigeistig tätig sein konnte, unbeeinflusst von Ideologen und Herrschenden, und das schrieb und verfasste, was ihm in den Schädel kam, auf Deutsch gesagt. Und ja, er ist zwar dann verarmt gestorben, aber dadurch ist er erst so richtig unvergesslich in der Geschichte geworden. Und genauso ist es heute. Alle, die uns heute als die großen Künstler von den Herrschenden präsentiert werden und mit Auszeichnungen und Ehrungen bedacht werden, weil sie ihre Ideologie verbreiten, das sind die, die schnell vergessen werden. Die anderen, die freigeistig tätig waren, das sind die, die irgendwann wieder ausgegraben werden, wo man sagt, guck an, was der geleistet hat. Ja, weiter geht's. Mit Isaac Newton, englischer Physiker, geboren am 4. Januar 1643 in Woolthorpe. Gestorben am 31. März 1727 in Kensington, Begründer der klassischen Mechanik. Newton entwickelte in seiner Schrift in Anführungszeichen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Anführungszeichen Ende in Klammern 1687 Klammer zu mit den drei sogenannten Newtonschen Axiomen über Trägheit, Beschleunigung und Wechselwirkung die Grundgesetze der Mechanik, die im 20. Jahrhundert durch die Relativitätstheorie Albert Einsteins modifiziert wurden. Er fand das Gesetz von der Gravitation, erklärte damit die Bewegung der Planeten um die Sonne und berechnete in der Folge deren Massen. Bahnbrechend wirkten auch Newtons Forschungen über das Sonnenlicht und dessen Zusammensetzung aus den Spektralfarben. Unabhängig von Leibniz legte er die Basis für Differential- und Integralrechnung und konstruierte das erste Spiegelteleskop. Da weiß ich, da stand nur Diffenal oder so da. Da bin ich mit den Steuern gekommen, das heißt Differentialrechnung. Haben sie Schreibfehler von drin gehabt. Auch in den Gebieten Akustik und Aerodynamik leistete Newton Grundlagenforschung. Und da haben wir Isaac Newton, das war in der Biografie von Leibniz im gestrigen Band, da bin ich ein bisschen stolz mit der Differentialrechnung. Das war natürlich Quatsch, die heißt Differentialrechnung. War ein Fehler, ein Schreibfehler. Aber ich habe es erstmal so vorgelesen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da richtig liege. Und weiter geht's mit Thomas Paine, amerikanischer Publizist und Politiker englischer Herkunft. Geboren am 29. Januar 1737 in Thetford, gestorben am 8. Juni 1809 in New York. Paine hielt sich seit 1774 in Nordamerika auf und trat in seinen Schriften, in Klammern am bekanntesten in Anführungszeichen Common Sense, Anführungszeichen Ende, von 1776, Klammer zu, für die amerikanische Unabhängigkeit ein. Wir erinnern uns, das war dann der endgültige Anstoß zur Erklärung der Unabhängigkeit. Von 1777 bis 1779 war er Sekretär im Auswärtigen Ausschuss des Kontinentalkongresses. In England agierte Paine seit 1786 für die Sache der Französischen Revolution und forderte Demokratie im Sinne Jean-Jacques Rousseaus sowie allgemeines Wahlrecht. 1792 floh er nach Frankreich, wurde dort Mitglied des Nationalkonvents und war als Girondist 1793-94 in Haft.
Seine Freilassung verdankte er dem späteren US-Präsidenten James Monroe. Payne kehrte 1802 unbeachtet in die USA zurück. Armer Thomas Paine. Ja. Weil ich dann auch nach und nach die Falschen der Revolution bemächtigten, kam er auch in Haft. Obwohl er ein Verfechter der Ideen dieser Revolution war. Weiter geht's mit Peter dem Ersten, in Klammern Peter der Große, Klammer zu. Russischer Zar, in Klammern 1682 bis 1725, Klammer zu. Geboren am 9. Juni 1672 in Moskau, gestorben am 8. Februar 1725 in St. Petersburg. Gleich nach der Übernahme der Regierung, in Klammern 1694, Klammer zu, eroberte Peter I. die türkische Festung Azov, in Klammern 1696, Klammer zu, und formte auf seiner Europareise 1697/98 die Ansätze zu seiner gesamten Außen- und Innenpolitik. Seine ganze Regierung stand im Zeichen des Zweiten Nordischen Krieges, in Klammern 1700 bis 1721, Klammer zu. Als dessen Ergebnis gewann Russland das östliche Baltikum und stieg zur osteuropäischen Vormacht und europäischen Großmacht auf. Peters des ersten Vorstoß auf dem Balkan war erfolglos. Jedoch eroberte er die Südwestküste des Kaspischen Meeres von Persien 1722/23. Seine Reformen führten zur Europäisierung Russlands. Diese bestand in einer gewaltsamen Ersetzung der religiös-traditionalistischen Wertvorstellungen des Moskauer Staates durch die Prinzipien eines westlichen Rationalismus. Die Eingriffe in das soziale Gefüge zielten auf eine Mobilisierung aller Kräfte für den Staat ab. Die leibeigene Bauernschaft wurde mit einer Kopfsteuer belegt, in Klammern 1718, Klammer zu, und dem Adel ausgeliefert. Der dienstpflichtige Adel einer strengen, in Anführungszeichen, Dienstrangtabelle, jetzt haben wir es, Dienstrangtabelle, Anführungszeichen Ende, in Klammern 1722, Klammer zu, unterworfen. Das nur in Ansätzen vorhandene Bürgertum versuchte Peter I. durch zwei Stadtreformen zu stärken und nach westeuropäischem Vorbild umzuwandeln. Und armer Peter I., ja, alle hatten sie diesen Fehler gemacht, den Adel, der ihnen ihre Macht halt auch garantiert am Ende, Geschenke zu machen auf Kosten des Restes der Bevölkerung, so wie das heute Frau Merkel und Co. tun. Ne? Damit die fest weiter zu ihr stehen. Dieser Presseadel und so weiter, kriegen die ständig Geschenke auf unsere Kosten, damit sie weiter gegen uns intrigieren und propagieren. Weiter geht's mit Philipp dem Vierten, spanischer König, in Klammern 1621 bis 1665, Klammer zu. 8. April 1605, da fehlt das Geboren davor, geboren am 8. April 1605 in Valladolid, gestorben am 17. September 1665 in Madrid. Der Sohn und Nachfolger Philipps III. Galt als prunk- und genussliebender Renaissanceherrscher. Sein Versuch, Spanien wieder als Großmacht zu etablieren, führte zum erneuten Zusammenstoß mit Frankreich. In Klammern 1635 bis 1659, Klammer zu. Das mit bedeutenden Territorialgewinnen am Ende die Oberhand behielt. Im Verlaufe des Krieges gingen Portugal und Katalonien, die Niederlande und die Gebiete nördlich der Pyrenäen verloren. Indem Philipp IV. Seine älteste Tochter mit dem französischen Bourbonenkönig Ludwig XIV. Verheiratete, legte er trotz dessen Verzichts auf spanische Erbansprüche den Grund für den spanischen Erbfolgekrieg. In Klammern 1701 bis 1713/14, Klammer zu. Trotz des Niedergangs des äußeren Macht und des wirtschaftlichen Verfalls, der äußeren Macht und des wirtschaftlichen Verfalls erlebte Spanien unter seiner Herrschaft eine außerordentliche kulturelle Blüte. Ja, wenn es dem Volk schlecht geht, gibt es immer eine kulturelle Blüte, weil die sich natürlich oben tolle Feste leisten. Da haben wir Philipp den Vierten. Also in der Mitte.
Und dann haben wir Marshall als letzten. Eigentlich wollte ich noch Robespierre dazu machen, aber die geht dann schon fast eine halbe Seite rein, obwohl es auf der Seite beginnt in seiner Biografie. Und das wird dann zu lange. Deswegen machen wir heute nur noch Marquis de Pompadour, in Klammern Jeanne-Antoinette Poisson, Klammer zu, in bürgerlichen Namen. Mätresse König Ludwigs des 15. von Frankreich. Geboren am 29. Dezember 1721 in Paris, gestorben am 15. April 1764 in Versailles. Ludwig der 15. erhob die junge Frau 1745 als offizielle Mätresse zur Marquis von Pompadour. Als Geliebte in Klammern bis 1750, Klammer zu, und später weiterhin Vertraute des Königs, übte sie starken Einfluss am Hofe aus. Obwohl sie mehrfach in politische Entscheidungsprozesse eingriff und sogar bei den Bündnisverhandlungen Frankreichs mit Österreich zu Beginn des Siebenjährigen Krieges 1756 mitwirkte, war ihre Rolle politisch nicht so maßgebend wie lange angenommen. Die von der Bevölkerung als hartherzig und verschwendungssüchtig eingestufte Madame Pompadour widmete sich engagiert der Förderung von Kunst, Literatur und Wissenschaft. Ja, das kann man dann, wenn man das Volk ausbeutet. Marquis de Pompadour, die optimale Sache ist, wenn man beides berücksichtigt, ne? Aber das tut ja Frau Merkel und Co. auch nicht mehr. Damit diese Künstler alle schön auf ihrer linkszionistischen Seite sind, werden die gepampert ohne Ende. Also ich meine jetzt nicht die armen Schausteller unten oder so, sondern diese prominenten Künstler, die setzen sich dann heulend in eine Talkshow und schon kommt Frau Merkel und ihre Ministerin und gibt dann schnell Geld raus, damit sie wieder auf Linie bleiben, während der Rest des Volkes immer mehr am Arsch geht. Ja, wie gesagt, den Robespierre, den heben wir uns für morgen auf, sind schon bei 56 Minuten und damit hoffe ich, dass trotz alledem heute wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei war, ihr die ein oder andere Wissenslücke schließen konntet, beziehungsweise all das Wissen wieder aufgefrischt wurde und vor allen Dingen Anregung zum eigenständigen Nachdenken über historische Ereignisse und Persönlichkeiten der Geschichte gegeben worden sind. Und damit hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat. Wir uns auch morgen wiedersehen bei VK.com, bei YouTube und Facebook geht es momentan nicht und ob wir jemals bei YouTube dorthin kommen, weiß ich jetzt nicht. Bei BitChute arbeite ich dran. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.